Die Textilcolor ist ein leidenschaftlicher Textiler. Wir stellen Chemie und Spezialitäten für die Textilindustrie her. Insbesondere die Spezialitätenchemie ist uns sehr ans Herz gewachsen. Wichtig ist, wir sind ein vollstufiger, rückwärts integrierter Chemiebetrieb. Das bedeutet, dass wir aus Rohmaterialien mittels Synthesen und Reaktionen Produkte herstellen, die dem Endverbraucher in der Textilindustrie genügen. Was sehr wichtig ist, wir sind weltweit aktiv, wir sind innovativ, wir sind einer der nachhaltigsten Hersteller im Vergleich zum Wettbewerb. Wir versuchen, Produkte herzustellen, die den neuesten Umweltanforderungen entsprechen. Und gleichzeitig versuchen wir im Bereich der Nachhaltigkeit ein Zeichen zu setzen für die nächsten Generationen. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, mit jungen, dynamischen, ehrgeizigen und interessierten Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Die Lehrlinge werden bei uns in den Betrieb und im Betriebsablauf integriert und können schon nach kurzer Zeit auch selbstständige Arbeiten erledigen. Ich bin Ausbildungsverantwortliche da bei der Textilcolor für KV. Wir bilden hier KV-Lehrlinge aus für 3 Jahre. Wir bilden alle Profile aus, die es hier gibt, also B-, E- und M-Profil. Was man vielleicht noch wissen sollte oder was wir verlangen von den Schülern, die Interesse haben an diesem Beruf, ist, dass man sicher immer aufgestellt ist, freundlich ist, offen, zuverlässig, dass man Freude hat an Kundenkontakt, Freude hat an den anderen Menschen per Telefon oder per E-Mail und sicher auch nicht abgeneigt ist von Fremdsprachen. Textilcolor AG, da ist Yusufi. Ja, sicher, ich verbinde Sie gerade mit. Danke vielmals. Ich bin Lindina, ich mache dort KV-Lehre seit dem August. Das sind jetzt 3 Monate. Ich habe mich sehr gut eingelebt und freue mich auf die vielseitige Arbeit und die verschiedenen Abteilungen. Ich finde, KV ist eine gute Grundbildung und ich habe Freude an Fremdsprachen. Bei uns in der Logistik bietet mir die Lehre als Logistiker EFZ an, die jeweils 3 Jahre dauert. Der Logistiker ist bei uns für den kompletten Warenfluss vom Wareneingang bis zum Warenausgang verantwortlich. So, ich bin seit 1,5 Jahren in der Ausbildung zum Logistiker. Anfangs wurde mir dann klar, wie spannend und breit gefächert dieser Beruf ist. Daher gibt es immer Neues und Spannendes dazu zu lernen. Auf was es darauf ankommt, dass Sie mit dem vorderen Rad parallel zu dem Stellplatz parallel bin, um dass Sie den oberen Container direkt mit der Gabel, also parallel auch reinfahren. Es braucht auf jeden Fall Übung und Zeit auf jeden Fall. Es ist wichtig auf jeden Fall, dass man die Gabel immer neigt, dass es nicht gegen Führer rutschen kann. So, abdrehen. Und auf jeden Fall jetzt mit der Gabel Führer fahren, weil der Container ist etwas breiter als. Da wäre es gewesen. Schön, dass wir unter Dach arbeiten können, dass wir trocken sind, vor allem mit dem Wetter, in der Wärme sind, einen sauberen Arbeitsplatz haben, ja, und dass wir ein kleines Team sind. Das passt mir am besten. Für den Lehrberuf Laborant EFZ Chemie bzw. EFZ Textil bieten wir verschiedene Ausbildungsplätze an. Die Lehre dauert 3 Jahre. Es braucht Interesse an Mathematik und Chemie natürlich. Sowohl auch kreativer Kopf. Also man muss sehr lösungsorientiert arbeiten können und wollen, weil Laboranten sind eigentlich immer auf der Suche nach Inhaltsstoffen bzw. nach Lösungen für Probleme. Du weißt, jeder Küppenfarbstoff hat eine Küppenfarbe. Ja? Und du gibst das Hydro dazu, einfach 2 Spatelspitzen, dann schlag die Farbe nach Rot-Violett um. Dann fährt sie ein, nimmst ihn wieder aus, lässt ihn kurz abtropfen, dass man rosiert, bis er gelb wird oder leicht gelb wird. Und dann tust du ihn ins Oxidationsbad, dass der Farbumschlag wieder rückgängig gemacht wird. Genau, selbstverständlich. Okay. Ja. Super.
Zuerst haben wir das Baumwollmuster in die Färbeflotte da. Dann verfärbt es sich zuerst mal dunkelrot-violett. Und danach haben wir sein Oxidationsbad da, damit es die gelbe Farbe annimmt. Zu meinen täglichen Herausforderungen zählt vor allem das selbstständige Bearbeiten von Aufträgen. Und zusätzlich ist es sehr wichtig, dass man mit Sorgfalt konzentriert arbeitet. Freude bereitet mir besonders die abwechslungsreiche Arbeit, die einem hier ansteht. So ist jeder Auftrag an sich einzigartig und es bleibt spannend.